Beziehung ist wie ein schönes Garten, in dem beide Partner unverbieten müssen und auch diese schönen Pflanzen pflegen sollen. Ja, ich sage müssen, denn jede Beziehung ist ein Projekt, an dem man auch arbeiten darf, und das ist kein Selbstlaufprojekt, Selbstläufer, wo eigentlich alles von ersten bis zum letzten Tag alles funktioniert. Ja, das ist ein Impuls aus meinem heutigen Coaching. Ich hatte heute ein Paar, die genau gleiche Meinung sind wie wir, und sie wollen sich immer mehr verstehen, immer mehr zusammenwachsen und auch die Themen, welche im Laufe der Beziehung schon gekommen sind, einfach verstehen, beseitigen und diese Schattenthema einfach aus der Welt kriegen. Und die Human Design Analyse, Partneranalyse ist dafür sehr, sehr gut, denn wenn ich beide Partner in Coaching-Sitzung habe und über Besonderheiten von einer Seite spreche und nächstes Mal von der anderen, dann wissen die beide, durch welche Brille sie sich einfach betrachten dürfen. Dass nicht jeder den anderen auch durch eigene Brille betrachten soll. Dass sie einfach verständnisvoller sind, welche Bedürfnisse hat mein Partner, auf welche Art reagiert mein Partner in Konfliktsituationen. Was möchte mein Partner überhaupt durch eigenes Tun und Leben erreichen? Wo kann ich ihn unterstützen? Vielleicht reagiert mein Partner auf bestimmte Situationen da draußen auch anders als ich, und wieso das so ist. Das alles kann man aus unserer Human Design Analyse auslesen. Und ich kann euch echt sagen, das kann auch Ehe retten. Und ich bin der Meinung, bevor Menschen heiraten, sollten tatsächlich so eine Human Design Analyse machen. Denn die rosa-rote Brille fällt oft in vielen Beziehungen, sobald die Menschen ein paar Monate leben oder länger Zeit verbringen. Und auf einmal das, was uns so begeistert hat bei den anderen, kann sich einfach umdrehen. Und das kann die größte Marke sein, was uns am meisten stört. Und das wollen wir nicht haben. Wir möchten einfach glückliche Partnerschaft. Wir möchten Menschen, die sich lebenlang unterstützen. Und dafür braucht man auch, dass sie sich auch verstehen, wieso mein Partner ist so oder wieso reagiert mein Partner immer wieder auf bestimmte Art, und dafür auch Verständnis entwickeln. So war das auch heute in Partnerbeziehung bei meinen Kunden. Da haben sich auch bestimmte Sachen gezeigt, wo viele Gemeinsamkeiten sind, aber auch Verschiedenheiten. Und auch nicht immer Gemeinsamkeiten bedeutet, dass man sich ergänzt. Weil manchmal, wenn zwei Menschen sind, die sehr starke Persönlichkeiten haben, kann es sein, dass das auch zu Reibereien kommt. Seitdem die beiden Partner sich öffnen und den anderen einfach auch als so ungelesene Buch betrachten und voller Spannung den anderen kennenlernen möchten und sich dadurch auch weiterentwickeln möchten, sich inspirieren wollen. Und auch jede Krise kann auch sehr bereichernd sein, weil jede Krise, wenn wir die richtig durchleben, wenn wir den Partner dadurch auch verstehen, wenn wir uns so ein bisschen reiben und sozusagen diese Beziehung abrunden, kann auch bereichernd sein. Und ja, die Krisen kommen so wie die Wellen gerade hinter mir. Kann auch sein, dass ab und zu in bestimmten Abständen auch bei dir bestimmte Themen kommen, bestimmte Krisen kommen und du vielleicht das alleine mit deinem Partner nicht schaffst, diese Themen zu klären. Deswegen, wenn du magst, kannst du dich bei mir oder bei Daniel melden. Wir können dich auch mit Partnerschaft Human Design Analyse oder mit unserem langzeitigen Coaching begleiten und eure Themen klären, eure bestimmte Art zu handeln aufdecken und euch vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit in eigene Persönlichkeit bringen und dadurch auch mehr Selbstwert zu sich selbst, mehr Selbstliebe auch dadurch entwickeln. Und dann könnt ihr natürlich, wenn ihr euch selber liebt und nicht verurteilt, auch den anderen lieben, weniger verurteilen. Denn auch das alles, was wir bei anderen Menschen sehen, sind das ganz oft Sachen, was wir bei uns selber verurteilen und einfach abstoßend finden und nicht akzeptieren möchten bei unseren Partnern. Und im Endeffekt, das sind ganz oft unsere Themen. Also, wenn dich dieses Video inspiriert hat, wenn du auch Thema Partnerschaft hast, vielleicht möchtest du nur deine Partnerschaft optimieren, vielleicht hast du gerade schon Probleme, vielleicht stehst du gerade vor Trennung oder vielleicht suchst du nach einem Traumpartner, dann melde dich bei mir, denn erstmal machen wir dich zu einem Traumpartner und dann kannst du eine Traumbeziehung führen. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss.
sonnige Grüße aus unserer Coaching-Zentrale hier in Kroatien und bis nächsten Mal. Deine Justina.